Es soll die pure Verwöhnung für alle Sinne sein, die Aromaölmassage. Der Körper wird sanft berührt, ätherische Öle und ihre unterschiedliche Duftentfaltung stimulieren das Wohlbefinden. Die Aromaölmassage ist eine Abwandlung der klassischen Massage und kombiniert Elemente der Entspannungsmassage, erklärt die ausgebildete Therapeutin Manuela Jakob aus der Massagepraxis Aurora in Starnberg. Was da noch dazu kommt, für die Sinne werden die Aromaöle hergenommen. Und da kann man dann auch wieder speziell auswählen, anregend, entspannend, harmonisierend, wärmend. Und da wird dann das zu dem normalen Öl dazu gemischt, auf Wunsch des Kunden oder auf die Thematik. Die ätherischen Öle werden als Gemisch mit einem Basisöl wie beispielsweise Jojoba oder Mandel auf die Haut aufgetragen. Diesem duftenden Pflanzenextrakten wird dabei eine therapeutische Wirksamkeit zugesprochen. Durch ihre feine Molekülstruktur dringen die Öle durch die Hautmembran in den Blutkreislauf und das Gewebe und können auf diese Weise den ganzen Organismus positiv stimulieren. Die zusätzliche Massage des Körpers lockert Verspannungen und entkrampft die Muskulatur. Dabei verwendet die ärztlich geprüfte Sportmedizinerin viele Techniken, die auch bei der klassischen Massage angewandt werden. Die Griffe sind eben Knetungen, es wird punktuell gearbeitet mit dem Daumen, es werden auch Streichungen wieder verwendet, Friktionen, also es ist einiges dabei, dass man eben gerade auf diese Beschwerden eingeht, auf diese Myogulosen, diese Verhärtungen, die wir in unserer Muskulatur haben, dass man die halt sanfter löst als bei der klassischen. Das verbindet man eben, dass es einen angenehmeren Effekt hat. Die Aromaölmassage kann in den meisten Massagepraxen zeitlich gestaffelt bis zu einer Stunde wahrgenommen werden. Um Beschwerden entgegenzuwirken, werden auch nur einzelne Körperpartien massiert. Für eine ganzheitliche Entspannung ist eine Massage am ganzen Körper empfehlenswert. Der Lymphfluss ist da halt wichtig, denn das ist der Unterschied zu den Ayurveda-Massage. Da wird immer von oben nach unten massiert und bei der Aromaöl ist eben im Lymphfluss von unten nach oben. Das ist der medizinische Hintergrund, dass man eben von herzentferntesten Punkt massiert bis nach oben und eben diesen Lymphfluss wieder herstellt und die Entgiftung auch natürlich wieder anregt. Massagen gehören zu den ältesten Heilmitteln, um unterschiedlichsten Beschwerden vorzubeugen oder entgegenzuwirken. Auch der Einsatz der Aromatherapie ist nicht neu. Schon zur Zeit der Hochkulturen, wie beispielsweise in Ägypten, wurden duftende Pflanzenextrakte verwendet. In Kombination von Massage und Duftstimulation kann sich für den Patienten eine sinnliche Entspannung und eine nachhaltige Beschwerdefreiheit einstellen.